Wir bleiben bei der Physik, richten aber den Blick von Kolumbien nach Heidelberg an die Universität. Dort fand jetzt die Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft statt, bei der sich mehr als 2500 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland trafen und austauschten. Unter anderem zu Themen aus dem Bereich der Atom- und Molekülphysik, der Quantenoptik und der Physik der Hadronen und Kerne. Ein Leitmotiv bildete auch das von der UNESCO ausgerufene Internationale Jahr des Lichts, dem zahlreiche Veranstaltungen gewidmet waren. Neben dem wissenschaftlichen Programm gab es auch drei öffentliche Vorträge. Da durfte in diesem Jahr einer nicht fehlen. Der Chemie-Nobelpreisträger Professor Stefan Hell, der ja in Heidelberg sozusagen ein Heimspiel hatte. Schließlich forscht er nicht nur am Max-Planck-Institut in Göttingen, sondern sowohl am DKFZ als auch an der Universität Heidelberg. Das Interesse war riesig und der große Chemiehörsaal im Neuenheimer Feld bis auf den letzten Platz besetzt, als Professor Stefan Hell damit begann, seine Forschung, für die er mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, zu erläutern. Ich habe es geschafft zu zeigen, dass man die Grenze, die lange Bestand hatte in der Auflösung, das heißt in der Fähigkeit des Lichtmikroskops Details zu trennen, dass man diese Grenze fundamental überwinden kann, dass man schärfere Bilder machen kann. Das hört sich einfach an, doch dahinter steckt jede Menge Physik und Chemie. Vor allem Physik, das stimmt, auch Chemie ein bisschen, Moleküle. Im Grunde genommen ist es tatsächlich ein einfaches Prinzip. Das heißt, wenn man zwei Sachen hat, die eng beieinander sind, sodass man sie nicht gleichzeitig nicht trennen kann, dann löst man das so, dass man die zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Leuchten bringt, das eine anmacht, das andere aus und so weiter. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip, das am Ende sehr gut funktioniert hat. Herkömmliche Lichtmikroskope erreichen recht schnell die Grenzen der Auflösung. Dann wird alles unscharf. Lebende Moleküle in Zellen durch ein Lichtmikroskop zu beobachten, war deshalb nicht möglich. Grund? Diese Moleküle sind kleiner und liegen enger nebeneinander als 200 Nanometer. Zum Vergleich, das ist rund 200 Mal kleiner als ein Haar dick ist und kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Fällt nun Licht des Mikroskops auf diese Objekte, verschwimmt alles. Professor Hell richtete daher sein Interesse auf die Fluoreszenzmikroskopie. Es geht um Fluoreszenz bisher. Es ist aber nicht fundamental auf Fluoreszenz begrenzt. Man kann sich auch vorstellen, das habe ich auch heute erklärt, das für andere an Ausmechanismen zu machen. Aber da muss man noch viel forschen. Bei der Fluoreszenzmikroskopie werden die Moleküle mit einem Farbstoff markiert und mit einem geeigneten Licht zum Leuchten gebracht. Doch auch damit konnte man keine lebenden Zellen untersuchen. Professor Stefan Hell ging nun einen anderen Weg. Ein grüner Einschaltestrahl bringt die Moleküle zum Leuchten. Diesem wird ein roter, ringförmiger Strahl überlagert, der den äußeren Bereich ausschaltet. So bleibt am Ende nur noch eine kleine leuchtende Fläche in der Mitte des Rings übrig. Diese unterliegt nun nicht mehr der 200 Nanometer Auflösungsgrenze. Dadurch wurden die Einsatzgebiete der Lichtmikroskopie enorm erweitert. Zeit vor allen Dingen in den Lebenswissenschaften, weil dort ein enormer Bedarf ist, in diese Details runterzukommen, auf die Nanoskala. Da kann man sich auch fundamentalere Entdeckungen versprechen, dass man zum Beispiel versteht, wie ein Virus quasi aufgebaut ist oder welche Proteine sich wo befinden innerhalb des Virus, was auch immer das für Virus ist. Das ist interessant, die Zelle, was zum Beispiel in der Zelle passiert, welche Proteine mit welchen interagieren. Da gibt es viele, viele Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, wichtig ist es jetzt, die Methode vor allen Dingen allen möglichen Leuten, die davon profitieren können, also Forschern zugänglich zu machen. Dabei liegt die Betonung darauf, dass man tatsächlich lebende Organismen untersuchen kann. Lebendig heißt in action. Das heißt, Sie sehen wirklich, was da passiert, was da abläuft, welche Zellinteraktion, welche Proteininteraktion stattfindet. Es ist genauso, wenn man jetzt, stellen Sie sich vor, einen Film macht, wenn Sie zum Beispiel Fußballspiel übertragen, dann sehen Sie, was die Leute machen. Und wenn Sie einen Film sehen, verstehen Sie auch die Regeln des Fußballspiels, wenn Sie vorher nie eins gesehen haben. Sie können sich den Film anschauen und wissen, was passiert. Wenn Sie aber nur einzelne Fotos haben von Fußballspiel, dann wird es sehr schwer sein, rauszukriegen, bis die Fußballregeln sind. Professor Stefan Hell ist zwar nicht in der Metropolregion Rhein-Neckar geboren, er fühlt sich aber hier wie in einer zweiten Heimat. Das hängt damit zusammen, dass ich kam mit 15 in die Gegend an Ludwigshafen, wo auch meine Eltern sich damals niedergelassen haben. Und ich habe dann in Ludwigshafen Abitur gemacht, dann in Heidelberg studiert, habe auch eine Postdoktorandenzeit hier gehabt. Das heißt, ich war also in der Rhein-Neckar-Region doch eine lange, lange Zeit meines Lebens und bin hier auch, behaftet geblieben. Also habe immer hier irgendwo in Heidelberg oder in Ludwigshafen eine Wohnung gehabt, bis zum heutigen Tag.
Und die braucht er auch, denn einmal pro Monat verbringt der Nobelpreisträger eine Woche in Heidelberg, um an der Universität oder dem DKFZ gemeinsam mit seinen Mitarbeitern seine Forschungen voranzutreiben.